Na gut. Kein Granit. Wir haben überhaupt keinen Granit. Mensch. Ich nehme erstmal die kleine Ader. Ich wollte das hier noch so ein bisschen für die Deckenkonstruktion aufhalten, aufbeheben. Aufheben, meine ich. Aber gut, wenn es was sein muss, muss sein. Da kommen wir nicht drum rum. Aber die, Alter, die ist relativ groß hier. Guck mal, wie groß. Schaut mal, wie groß die Ader einfach ist. Okay, hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Definitiv. Aber wir sind noch nicht durch. Damit mit der Reihe sind wir noch nicht durch. Spitzhacke kommt jetzt auch in das ältere Alter, wo sie langsam etwas älter wird. Ho. Zack, zack, zack. Feuer frei, ne? Okay. Natürlich. Hier hört alles auf. Und hier ist die neue Granitader. Ich baue mich mal da hoch, ne? Kommt ja alles echt zugesprungen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, sonst werden wir gleich nochmal hier hochkommen. Ich gehe in der Regel davon aus, dass es nicht reicht. Ja, und nicht reichen wird. Das sehe ich, ja, das sehe ich jetzt schon. Uns mal gleich noch mal an die Ader ranbegeben. Wird langsam schwierig mit dem Granit. Also Anfang ist immer einfach, aber ist zu vollenden ist schwierig. Und wir haben hier oben noch was. Wir haben da oben noch was. Ich glaube, im generell würde es reichen. Es wird aber sehr schwierig hier
sich jetzt zurechtzufinden, welche Ader baut man ab zuerst und welche zuletzt, ne? Guck mal. Geschafft. Doch, hat doch gereicht. Okay. Huhuhu. Nun ja. Hat doch gereicht. Na gut. Ja, die Spitzhacke geht jetzt wirklich langsam zugrunde. Das merkt man. Ja, bald ist es soweit. Bald haben wir den Tunnel fertig, aber das dauert halt noch seine ganze Zeit, ne? Und solange bleibt das Let's Play wirklich sehr einseitig. Aber wir müssen, ich bin verpflichtet, alles zu dokumentieren, was ich hier mache. Und das ist alles, was ich mache hier. Wir werden auch immer wieder Pausen einlegen, wo wir mal den Tunnel einfach mal in Ruhe lassen werden müssen. Wo wir uns wieder an die Oberwelt begeben müssen, uns darum kümmern müssen. Gleich macht's Pling. Das macht es bestimmt ein Block oder so kurz vor Schluss. Oder hier jetzt schon. Okay, gut. Gut. Dann halte noch ein bisschen länger durch, liebe Spitzhacke. Und wir haben es Tag. Wir haben es Tag. Wir haben es Tag. Das kommt davon, wenn man. Oh. Jetzt, na gut. Jetzt möchte ich mich eigentlich nicht so gern verbauen. Eigentlich nicht so gerne. Begebe mich mal auf den Weg zu einer neuen Spitzhacke. Wir haben noch irgendwo in der Decke noch Granit gehabt, ne? Da können wir schon mal anfangen. Wir brauchen jetzt eh wieder Granit. Hier hatten wir es. Hier hatten wir es. Tot. Tot, tot, tot. Bei Tag hochzugehen ist natürlich schöner, statt bei Nacht, aber ja, die CPU macht das halt nicht mehr. Deshalb einfach gar nicht weiter nach oben gucken. Ja, merkt man schon, ne? Ich weiß gar nicht, was hier so die Frame einbricht, warum das so passiert. Sind das zu viele Blöcke hier? Ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Ich muss auf jeden Fall ein paar Blöcke hier loswerden. So. So viele brauchen wir nämlich nicht. Wir haben noch eine Fackel hier. Die müssen wir mal verbauen.
Granit haben wir hier wirklich keins mehr, ne? Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch was haben. Oh. Okay. Gut, spitzhackentechnisch. Das hier können wir zu einem, na, aufgeteilt, zack. Den einen können wir uns eigentlich sparen, ne? Wobei wir das hier schon im Ofen tun, ja. Nehme ich die nochmal mit und dann haben wir es. Schlafen werde ich jetzt ganz sicher nicht gehen. Das Zuckerrohr ist mittlerweile schon hochgewachsen. Das ist schön. Aber wir haben jetzt andere Sorgen. Schon verbauen wir uns das erste Mal. Alter! Das wird langsam nervig hier mit dem Verbauen. Wir brauchen Granit. Ja, wir brauchen Granit. Warte mal, meiner Meinung nach müssten wir eigentlich hier mal eine Fackel setzen. Wir haben ja eine jetzt. Das hier die dunkle Stelle. Ich mache hier einfach mal eine. So, dann sieht das keiner, dass es hier dunkel ist. Na, wie hoch geht die? Oh, so hoch. Das könnte tatsächlich reichen. Für die Reihe. Dass wir dann für die Decke dann das Granit vom Boden da nehmen. Aber es könnte schwierig werden. Das soll uns nicht weiter stören. Warte mal, die nehme ich. Die hat ihre besten Tage schon fast hinter sich. Fast hinter sich. Ich sage extra fast. Na, komme ich da oben ran? Ja, gut. Hat gereicht. Damit haben wir den Tunnel hier wieder sowas von zerstört hier, wie man sieht. Da müssen wir gucken, dass wir uns nicht irgendwie uns verfehlen mit dem Tunnel, dass wir hier nichts falsch machen. So, da hinten waren wir. Slot 9 und weiter geht's. Nein, das wollte ich nicht.